Dieses Video widmen wir den vier Studenten, die eine kalte Biwaknacht am Felsgrat der Grundschartner Nordkante verbracht und überlebt haben. Genauso hoffen wir, mit diesem Video viele Menschen anzusprechen, die ohne Tourenplanung in die Berge gehen und sich dessen nicht bewusst sind, wie knapp sie manchmal an einem Rettungseinsatz vorbeischrammten. Ihr seht in diesem Video den Versuch, die Klammerköpfe in Osttirol zu besteigen. Der Plan war ursprünglich die knapp 50 Grad steile Nordrinne auf die Klammerköpfe. Wir verbrachten eine Nacht im Gößnitz-Biwak. Da wir nicht wussten, ob es dort Decken gibt, trugen wir nicht nur Lawinenausrüstung, Gaskocher, Essen, vollständige Rettungs- und Bergsteigerausrüstung mit, sondern auch noch einen eigenen Schlafsack. Mit ca. 20 Kilo im Gepäck waren wir für jede Notsituation gewappnet. Für die Nordrinne hatten wir kein gutes Gefühl. Daher wollten wir durch eine Nordwestrinne auf den Südgrat der Klammerköpfe. Beim Einstieg bemerkten wir aber potenzielle Steinschlaggefahr, weshalb wir uns für den Zustieg durch die Südwestflanke auf den Nordwestgrat entschieden. Am Nordwestgrat bemerkten wir alsbald, dass die technische Ausrüstung zu gering für eine sichere Begehung des Grates war, weshalb wir früh genug ca. 100 Höhenmeter unter dem Gipfel am Grat abbrachen, um keinen Rettungseinsatz zu provozieren und unser Leben nicht zu gefährden. Viel Spaß mit diesem Video! Servus Leute, grüß euch, was geht? Da seht ihr den Lindy, der hat mit seinem Hunger. Wir sind da gerade auf einem Grat von der Gößnitz-Schorten zu den Klammerköpfen auf. Die sind über 3100 Meter hoch. Wer von euch war schon einmal auf die Klammerköpfe oben? Schreibt es unten rein in die Kommentare. Wer von euch hat diesen Grat schon einmal gemacht von der Gößnitz-Schorten auf? Und alle anderen, die es interessiert, wie der Grat so ist und vor allem wie es uns gegangen ist, auf die Klammerköpfe auf, unbedingt dranbleiben. Gell, Lindy? Genau so, Dama. Gut. Starten wir los. Juhu! Oh, ich sag's euch, gibt auch nichts Besseres als einen gechillten, gemütlichen Sonnenuntergang. Mit Blick auf die drei Zinnen gibt's euch das. Eins ist gewiss. Da herum ist keiner, da herum ist eine Ruhe und fertig. Das sind schon geile Momente, die man schätzen muss. Das sind auch alpine Momente. In dem Sinn Mahlzeit. Gut haben wir gekocht, Linde. Ja? Frisch von Italiano. Italiano. Berlusconi, mamma mia. Guten Morgen. Guten Morgen, Sonnenschein. Da sind die Klammerköpfe. Kalt ist. Mahlzeit. Okay, morgen. Da gehen wir auf. Und dann wuppidi, zuppidi, zuck, 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 da und hinten oben. Dann da vorbei und wieder ins Tal. Das ist der Plan, gell? Mhm. So schaut's aus. Ziemlich warm heute. Ja. Hinter uns, da vorne der Plan vor uns. So, jetzt haben wir auf 2800 Meter und da drüben schaut der Franz und das ist dann nicht einmal so ohne, weil es sind ein paar Gams da
Und jetzt haben sie da schon zwei Sterne antreten, die was da hinter dem Schneeballen vor uns gelandet sind. Jetzt haben wir gesagt, jetzt einer geht und der andere schaut ein wenig, nicht dass wir sie noch wehren. Sehr gut. Und sehr rich. Schaut mal, da drüben ist 55,5 Minuten vom Hochkönig. Gewaltig, was haben wir denn da? Was sind meine Hände, Leute? Der ist locker, wo ich drauf war. Du musst auf der anderen Seite rauf, gell? Ja. Auf der rechten. Ja, da gerade rauf.
Da mache ich eins, ja. Ja. Ja, auf 3023 Meter ist für uns Ende im Gelände. Meistens in das Wort. Ziemlich viel Absturzgelände und da kommst du mit drei Bandschlingen, drei Keile und minimalster Ausrüstung kommst du da nicht so richtig weit, weil da vor uns bricht es jetzt gleich einmal ab. Du musst jetzt gescheit sichern und nachher den Gipfelaufbau da oben. Der schaut jetzt noch nicht so ohne aus. Jetzt haben wir noch wenig Zeit verplempert, da ist noch viel Schatten. Also da kommt die Sonne gerade jetzt her, gerade der Vierer. Und wenn wir jetzt absteigen, dann sind wir früher safe, gell Linde? Richtig. Nur kein Harakiri machen, so schaut es aus. Schau mal die Kamera um. Da drüben sieht man nämlich jetzt voll schön. Den, da mal. Da haben wir den großen Venediger. Da hören wir meinen großen Glockner, der Glockner und. Ich bin schon herunten. Ja, jetzt kommt die eine Achselstelle da. Geht das jetzt? Ja, jetzt geht's.
Ja, hallo, grüß euch an die Alpine Momente YouTube Community. Ich als Lindi darf mich heute, Lindi mit I wieder geschrieben, darf mich heute einmal zu Wort melden und möchte eigentlich einmal Danke sagen an euch. Ja, sowas noch nie erlebt, muss ich ehrlich sagen. Ich bin jetzt auch nicht so der YouTube-Profi und generell jetzt nicht so der EDV-Profi. Ich habe aber nicht geglaubt, so, ja, das sind halt irgendwelche Leute im Prinzip, die schauen sich die Videos an, sind dann super oder meckern ein bisschen oder sonst irgendwas, aber ich bin nach der Figaro-Überschreitung des Besseren belehrt worden und war baff, muss ich wirklich sagen. Ich habe den Franz angerufen und sage, Alter, das ist ein Wahnsinn, was ist mit deiner Community los? Ich habe es leider nicht gezählt, aber mein Telefon, liebe Leute, ist übergegangen. Ich möchte mich bei euch alle ganz herzlich für die Genesungswünsche vom Figaro bedanken. Obwohl wir sich alle eigentlich, oder großteils halt nicht persönlich kennen, trotzdem, dass man da sogar wer privat nachher schreibt, über Facebook, über Instagram. Ich glaube, ich habe über 100 Genesungswünsche gekriegt. Also das war unglaublich und habe eigentlich nicht geglaubt, dass sowas möglich ist im Prinzip. Und aus diesem Grunde ziehe ich mein Stirnband von euch. Wow, jetzt fällt mir Brünn auch schon, aber jetzt tun wir es gleich ganz weg. Ich schaue schon ein bisschen fertig aus. Aber echt Hut ab, ich hätte nie geglaubt, dass so eine Community so zusammenrufen kann. Und ja, möchte mich auch beim Franz bedanken, dass er das so hingenommen hat im Prinzip. Mittlerweile geht es mir extrem gut, also Wirbelsäulenprobleme habe ich gar keine. Ich bin wieder in Massage und Physiotherapie, was mir brutal gut tut. Also das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, das ist sowas Geiles. Und werde das jetzt auch auf keinen Fall abreißen lassen. Und ich muss echt sagen, jetzt waren wir zwei Tage da in den wunderschönen Osttirol unterwegs und ich habe kein einziges Mal weh gehabt in der Wirbelsäule. Und das ist einfach sowas Geiles, wenn es einmal, und ich glaube, ich bin jetzt in der zweiten Woche, wo ich von dem ganzen Jahr schmerzfrei bin, und das ist schon ganz andere Lebensqualität, wenn einmal was nicht weh tut und du keine Morphium-Tabletten oder sowas reinknallen musst, dass du überhaupt da durchgehen kannst. Ich möchte, wie gesagt, Danke sagen an euch. Hat mich voll gefreut, ich war echt baff. Ich habe zu meiner Freundin gesagt, das gibt's gar nicht, was ist da überhaupt los? Und gefreut mich voll und ich habe einen Teil dazu beitragen, dass es wieder gut geht und möchte Danke sagen. Und ja, ich hoffe, es lasst wohl einen Daumen da, abonniert es und danke auch nochmal an Franz, der was echt einer der besten Kameraden ist, wenn es ums Bergsteigen geht und ums Skirun geht. Also, Franz, jetzt darf ich es euch jetzt sagen, er sitzt eh da. Gewaltigste Tage, Wahnsinn, tipptopp und das ist so klasse. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin so happy einfach, das noch da gehen mit so viel Schrauben und Stäben im Kreuz. Und das ist so geil einfach, also das kannst du mit keinem Geld der Welt irgendwie bezahlen, was wir da erleben. Und das schmerzfrei auch noch. Also an alle da draußen, wo es einmal zwickt oder mal was weht oder die, was einmal ganz unten sind, es kommt wieder ein Berg. Ich habe es angekündigt am Figaro und es ist so. In diesem Sinne, ciao, baba. Was tut da der Klagenfurter vor mir? Der steht da auf der Straße und birgt links ab und weiß nicht, was er will. Und dann wird es noch der Alienzer. Alter, fährt zu. Alter, was ist denn? Also da ereignen sich gerade Ereignisse, das ist... Also auf der Straße geht es Ärger zu wie in den Berg, das ist mein Resümee. Auf der Straße ist immer gefährlich, ja. Also Fakt ist, wir haben in den zwei Tagen keinen Menschen getroffen. Erst jetzt sind wir retour am Parkplatz. Richtig geil, oder Franz? Ja, nein, es war richtig cool, es war ein richtig cooler Ausbruch aus dem Alltag, sage ich heute sind einmal, einfach aus der Zivilisation. Es waren gewaltige Momente in der Natur, einfach die wir wieder erleben haben dürfen. Es war bergsteigerisch alles dabei, was mir Spaß macht. Mit einem coolen Typen, mit dem Lindi vom Alpine Team Austria. Also was klar. Will ich mehr? Was will ich mehr? Das Einzige, ja gut, den Schlafsack hätte ich mir da sparen können, aber das habe ich im Vorhinein nicht gewusst. Und lieber zu viel dabei haben, wird zu wenig unterfrieren. Genau. Von dem her. Jetzt fahren wir Richtung 55.05 Mühlbacher Hochkönig. Und dann pfeifen wir uns eine gute Torte rein. Dann haben wir eine Weltklasse-Torte. Genau so schaut es aus. Ja, im Großen und Ganzen ein geiles Wochenende gewesen. So schaut es aus. Perfekt. Wir geben dem Wochenende einen Daumen nach oben. Gell? Gewaltigen Daumen. Schauen wir mal, was es braucht. Ja, ja. In diesem Sinne,
Ja, okay, gell, bleibt's geil. Bleibt's geil. Bussi Baba, tat's euch nicht weh. Schaut's auf euch. Wir sehen sie wieder. Ciao. Ciao, pfiat euch.